eine Gefahr für andere Dinos dar. Sie erhöhen das Risiko in den Einrichtungen. So, wir können einen Kleiderladen bauen. Nur, wo bauen wir den Kleiderladen hin? Den könnten wir entweder hier noch mit hinbauen. Irgendwo hier geht's theoretisch. Könnten wir den auch nach hier oben bauen? Könnten wir auch machen. Den Kleiderladen, weil hier haben wir noch ein bisschen Platz. Dann hauen wir den gerade mal dahin. Und gucken jetzt mal, wo der Weg angeschlossen wird. Er wurde angezeigt nach hier vorne. Vielleicht können wir den einfach tatsächlich nach unten bauen. Und wir haben... Oh, wir haben eine Erkältung. Wir haben eine Erkältung. So, wir lenken das Fahrzeug jetzt mal selbst. Aber ich kann nur betäuben. Ich kann nur betäuben, also fügen wir eine Aufgabe hinzu, um den Dino medizinisch zu behandeln. 5 von 10 ist hier noch drin, hier ist noch 9 von 10 drin, hier ist noch 4 von 5 drin. Weg nicht verbunden. Das ist korrekt. Aber wir bauen uns jetzt auch einen Weg hier runter einfach. Und kein Umspannwerk. Dann bauen wir hier mal einen Mast. Umspannwerk. Na toll. Das Umspannwerk kostet hier natürlich wieder Geld. Vielleicht können wir das auch hier hinbauen. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr abgedeckt. Und den verbinden wir jetzt einfach hiermit. Und damit ist auch der Kleiderladen versorgt. Mit Strom versorgt. Ja, Wegverbindung. Ja, Sturmschutz. Nein, beschädigt. Nein. Wird verkauft. Dino-Hut. Kosten 4. Verkaufen für 6 Dollar. Personal verwalten. Brauchen wir eigentlich nicht so viel. Gäste 46 von 320. Einnahmen 279. Betriebskosten 204. Gesamt pro Minute 75 Dollar. So, unseren Dino haben wir geheilt. Unser Ceratosaurus ist jetzt gleich ausgebrütet. Ich würde sagen, wir warten da jetzt einfach nochmal kurz drauf. Weil das interessiert mich persönlich, wie der sich verhält, ob sich das verträgt. Pflanzenfresser und Fleischfresser in einem Gehege. Er hat ja sein Futter da. Oder ob das schief geht. Und das möchte ich euch ja natürlich nicht vorenthalten. Deswegen warten wir da einfach mal drauf. Aber wir suchen uns auch noch Missionen. Und zwar beschaffen sie 50% des folgenden Genoms. Der Edmontosaurus. Belohnung 1 Million und Sturmabwehrstation. Wir brauchen einen Testdinosaurier, um unsere Sicherheit bewerten zu können. Beschaffen sie 50% des Edmontosaurus-Genoms, damit wir fortfahren können. Die Mission schlägt fehl, wenn der Dinosaurier stirbt, der für die Mission benötigt wird. Mission haben wir gestartet. Schön, Sie dabei zu haben. Wie Sie sich vorstellen können, suchen die Tiere in den verschiedenen Einrichtungen ständig. Das ist natürlich klar, dass sie ausbrechen wollen. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Und wir müssen in einem Edmont Hammond. Im Hammond Entwicklungslabor müssen wir einen Edmontosaurus ausbrüten. Mit 50%. Den brüten wir aus. Und den Ceratosaurus, den lassen wir jetzt mal frei. Der sieht natürlich gefährlich aus. Der sieht sehr gefährlich aus. Das ist die erste Projektphase. Los! Der ist natürlich extrem gefährlich. Junge, Junge. Ehe sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die Junge, Junge, Junge. Der ist schon nicht von schlechten Eltern. Ein Fleischfresser. Ja. Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Greift er den an? Tatsächlich, der greift den an. Toter Dinosaurier. Okay. Dann Aufgabe hinzufügen. Dinosaurier betäuben.
Das Unvermeidbare ist also zur Strecke gebracht von CRT 001. Also müssen wir ein neues Gehege bauen. Ob man das nicht hätte vermeiden können? Zäune. Der Tod kommt immer. Aber hätten sie ihn hinauszögern können? Da können wir einen Zaun bauen. Da müssen wir jetzt quasi ein neues Gehege einmal abstecken. Für diesen... Der ist jetzt betäubt, für diesen Edmontosaurus. Dann brauchen wir jetzt ein Transportteam. Das jetzt den CRT 100... CRT 001 hier rüber transportiert. Und dann... brauchen wir nochmal einen betäubten Dino. Das wird er hier. Und dann bauen wir ein Tor ein. Das machen wir hier hinten hin. Und wir kriegen eine neue Aufgabe. Dieser Auftrag könnte unseren... Wenden Sie ein reduzierte Unterhaltungskosten 1.0 Upgrade auf ein kleines Kraftwerk an. Kostet 125.000. Lehne ich jetzt aktuell mal ab. Ich will mich jetzt erstmal darum kümmern. Was können wir mit dem machen? Der ist tot. Ich habe keine Ahnung, ob wir den irgendwo hin transportieren können. Der soll, genau, die sollen den Toten hier einfach mal entfernen. Und dann holen wir uns noch ein Transportteam. Der soll den Edmontosaurus mal hier rüber transportieren. So, der wird jetzt abgelassen, der wird rüber transportiert, der wird entfernt. Also hier ist natürlich in der Luft ist gerade extrem viel los. Das war jetzt natürlich ein äußerst fehlgeschlagener Versuch hier. Der lebt schon wieder. Der hat natürlich... Oh shit, wir haben noch einen Triceratops da drin. Dann müssen wir... Moment. Aufgabe hinzufügen. Der soll den betäuben und der soll den betäuben. Es kostet natürlich alles ein bisschen Geld. Wenn wir die beide betäubt haben, kriegen wir den nämlich raus. Und ich hoffe mal, dass dann der Ceratosaurus abgehalten wird. Dem können wir dann irgendwann noch ein größeres Gehege bauen oder das Gehege ein bisschen erweitern. Aber wenn der hier unsere lieben Pflanzenfresser jagt, dann muss der natürlich weggeschafft werden. Das geht nicht, dass der hier alles kaputt macht. Der ist jetzt einfach nur betäubt, der bleibt da liegen. Und wenn der jetzt betäubt ist, dann wird er auch noch wieder hier rüber transportiert, dass die Pflanzenfresser sich hier in aller Ruhe untereinander bewegen können. So, der Triceratops kommt jetzt noch hier rüber. Da ist auch schon der Transporthelikopter. Und da können wir jetzt einen Edmontosaurus freilassen. Den haben wir gerade aus Versehen umgebracht. Wir lassen einen neuen frei. Damit lösen wir wieder einen Teil von unserem aktuellen Projekt oder lösen eine Teilaufgabe. Und füllen außerdem unseren Bestand wieder auf. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass wir das gerade hier so ein bisschen verkackt haben oder dass ich das gerade verkackt habe. Aber gut, das gehört mit dazu. So lernt man eben. Im Forschungszentrum müssen wir jetzt noch das ACU-Nachladetempo freischalten. Da gucke ich mal, wo das Ganze ist. Das wird wahrscheinlich ein Gebäude-Upgrade sein. Das ACU-Nachladetempo kostet uns 100.000. Das erforschen wir jetzt und damit schließen wir dann quasi Punkt 3 von der aktuellen Sicherheitsmission ab. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm, dass ich unseren Dino getötet habe. Seid nicht ganz so böse mit mir, das wird mir mit Sicherheit nicht mehr passieren, aber es war ein erfolgreicher Test, wenn man das so nennen möchte. Wir wissen jetzt, Pflanzenfresser, Fleischfresser nicht in ein Gehege, auch wenn sie eigenes Futter haben, die wollen sich jagen. Nachdem wir jetzt unseren Dino, oder vielmehr ich, unseren Dino leider getötet haben, geht es jetzt noch weiter, dass wir jetzt tatsächlich
unseren anderen Dino oder einen der Dinos auf die Leute loslassen müssen. Bevor wir das tun, würde ich tatsächlich gerne gerade mal noch, wir haben ja noch ein bisschen Geld, normalen Zaun, leichter Stahlzaun oder ein Tor? Okay, leichter Stahlzaun, was anderes haben wir ja noch nicht. Ich würde gerne mal hier noch das Gehege ein bisschen erweitern. Geld haben wir noch, weil unser Dino hier hinten, der soll ja nicht leiden. Außerhalb des bebaubaren Bereichs. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir da ungefähr hinkommen. Und jetzt machen wir gerade mal hier noch ein bisschen was weg. So. Ist unser Dino hier jetzt ein bisschen zufriedener? Wald, Bestand, Sozial, Grasland hat er immer noch zu wenig. Und wir haben einen defekten Zaun. Dann haben wir jetzt quasi eigentlich ist es ja schon erfüllt jetzt, also beziehungsweise der Teil ist erfüllt. Noch ein neuer Auftrag, bauen Sie zusätzliche Beobachtungsgalerien und Plattformen, um die Dinosaurier-Sichtbarkeit auf mindestens 70% zu erhöhen. Machen wir jetzt gerade mal nicht. Wir schicken gerade mal Nee, wir schicken den jetzt noch nicht los. Das sieht teuer aus. Jetzt haben wir's. Okay, Dinosaurier betäuben. Dann unseren Ranger holen, Aufgabe hinzufügen und reparieren. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Nee, würde ich persönlich tatsächlich auch nicht machen. Ich meine, der Edmontosaurus, der stellt eine Gefahr für die Gäste dar, sagt unser Informationssystem. Allerdings ist es halt ein Pflanzenfresser, ne? Also ich denke mal, das sollte noch einigermaßen im Rahmen bleiben. Vor allem, wir haben hier einen Schutzraum. Ach. Man kann den auch öffnen. Jetzt habe ich es verstanden. Man kann diese Schutzräume auch öffnen. Okay, kein Problem. Jetzt wissen wir es fürs nächste Mal. Aber wir brauchen es ja nicht unbedingt. So. Den müssen wir jetzt mal noch einfangen wieder. So. Aufgabe hinzufügen. Beziehungsweise, warte mal, wie war es denn jetzt gleich nochmal? Den zu transportieren. Ist der noch betäubt? Der ist noch betäubt, ne? So, Moment, ich hab's gerade vergessen. Ich muss gerade mal kurz gucken, wie ich ihn transportieren kann. Ach, ich bin so doof. Ich muss natürlich nicht auf den Helikopter, sondern auf das Gebäude klicken. Deswegen ging es jetzt gerade nicht. Okay, jetzt können wir nämlich unseren Dino einfach wieder zurück ins Gehege fliegen. Der andere hier, der schläft immer noch. Wasser ist essentiell und Ihre Dinosaurier brauchen reichlich davon. Warum sorgen Sie sich nicht um Ihre Bedürfnisse? Warum wird sich um die Bedürfnisse sorgen? Hallo? Der hat Wasser, der hat Grasland. Also ein bisschen irritieren Sie mich tatsächlich schon. Mit ihren komischen Anforderungen gerade. Wir erweitern das Gelände jetzt mal noch ein bisschen weiter. Auch für Fleischfresser.
Wobei wir hier hinten, da müssen wir mal gucken, dass wir dann auch später vielleicht da noch Leute hinbringen. Also sprich, dass wir da noch einen Weg durchführen können. So, jetzt haben wir hier natürlich ein riesen Waldgebiet. Ist er jetzt denn etwas mehr zufrieden? Grasland gerade so, Wald vollkommen ausreichend. Wasser zu wenig. Das ist halt das, was ich verstehe. Das ist zu wenig Wasser. Ich würde es hier gerade mal ein bisschen erhöhen. Und... Wobei, hier hinten würde ich gar kein Wasser hinzufügen. Wir haben eine eingehende Übertragung. Haben wir die Mission abgeschlossen? Ja, Mission Sicherheitsprotokolle. 1 Million Sturmabwehrstation ist jetzt verfügbar. Okay. Erledigt, voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die. Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Okay, die Mission haben wir abgeschlossen. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ich transportiere den jetzt einfach mal von hier nach da. Weil er wacht irgendwie nicht aus dieser Betäubung auf. Und sobald ich hier einen transportiere... Ist ja eigentlich alles. So, alles schließen. Sobald ich den ja bewegt habe oder irgendwo hin bewegt habe, dann ist ja diese Betäubung fertig. Dass der sich jetzt hier mal wieder. Ein bisschen mit Trinken versorgen kann. Wir haben noch eine letzte Aufgabe und zwar müssen wir ein Hotel bauen. Und wir haben noch die Sturmabwehrstation. Mit verbaut und Terrarbeschränkungen. Das ist halt das Witzige, dass wir jetzt halt irgendwie noch beides haben. Aber ich denke mal, wir bringen das hier Ding gar nicht hier unter irgendwo. Zumindest hier unten. So, wartet mal. Da können wir nämlich die Sturmabwehrstation hinbauen. Dann sind die Gebäude hier unten nämlich wenigstens versorgt. Dann schließen wir das gerade vom Weg her mal noch an. Und zwar gehen wir da einfach hier hin. Wahrscheinlich brauchen wir es nicht mal unbedingt jetzt. Aber was wir haben, haben wir. Und dann gucken wir mal nach den Gästen. Da haben wir nämlich das Hotel für 750.000. Das könnten wir vielleicht hier unten irgendwo reinbauen. Hier wird's ganz gut reinpassen. Da muss ich jetzt aber gerade mal kurz die Bäume wegmachen, damit ich sehen kann, wo der Schuh hier drückt. Wahrscheinlich liegt es hier an dem Wasser. Das heißt, wir machen hier mal das Wasser weg. Und wir flachen hier das ganze Gelände ein kleines bisschen ab. Und dann sollten wir da jetzt mit dem Hotel eigentlich ganz problemlos hinkommen. Schaffen Sie mehr Dinosaurier für die Unterhaltung. Brüten Sie mindestens 2 neue Dinosaurier aus, lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Ich denke mal, das können wir tatsächlich machen. Jetzt machen wir nur gerade erstmal das Hotel. Das können wir... Auf, weißt du mal, wie wir das machen? Wir können das mal hier ein bisschen nach hinten setzen. Dann machen wir jetzt einen Weg hier vorne hin. Und dann machen wir außenrum noch ein bisschen Landschaftsgestaltung. Ein paar Bäume. Dann machen wir hier vorne noch ein bisschen Wasser rein. Dann können wir noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Grasland außenrum machen, genau. Hier noch ein bisschen rum. Und hinten dran lassen wir auch mal die Bäume nicht so ganz ans
Hotel rangehen, dass man zumindest aus den oberen Ebenen vielleicht so ein bisschen noch auf den Park gucken kann. Und dann müssen wir noch neue Dinosaurier ausbrüten. Was haben wir denn jetzt? Alle Anzeigen, Dinosaurier. Ach, da hinten. Gefahr für die Gäste. Wie ist er denn rausgekommen? Wie ist er denn rausgekommen? So, Alarm. Da müssen wir jetzt... Habe ich irgendwo einen Zaun nicht richtig geschlossen? Kann das sein? Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Weil hier ist nichts, was kaputt wäre. Pass mal auf, wisst ihr, wenn wir das mal kurz machen? Wir machen jetzt hier mal kurz die Bäume weg. So um diesen Zaun rum. Hier kann man halt fast nichts erkennen, ne? Hier hinten. Aber hier ist alles zu, soweit. Hier ist soweit alles zu. Dann gehen wir gerade nochmal kurz hin, ein bisschen gucken. Wir gehen jetzt hier mal lang. Das kostet jetzt natürlich ein kleines bisschen Geld. Hier ist offen. Hier ist einfach mal ganz stumpf. Offen. Sollte ja eigentlich hier rüber gehen. Wir haben den Dino einfach nicht eingezäunt. Oh Mann, ey. Da ist der Rest von dem Zaun. Aber das haben wir doch, das habe ich doch gesetzt. Also ich war mir sicher, dass ich das gesetzt habe. So, wo ist denn jetzt unser Dino? Da unten liegt er. Da unten liegt er, da können wir einen neuen Transporthelikopter holen. So, gerade wieder zurück. Und Schutzräume können wir wieder schließen. Und dann kommen wir, denke ich, so langsam wieder mal ein bisschen hin. Ein bisschen gestreamt in letzter Zeit, deswegen... ja, tatsächlich ein bisschen durcheinander gerade. Wir holen uns mal was für die Sicherheit. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto, das mindestens $5000 wert ist. Okay, das können wir machen. 2 Minuten bis zum nächsten Auftrag, das können wir machen. Derweil brüten wir aber noch einen neuen Edmontosaurus aus, einen neuen Ceratosaurus aus. Kostet halt auch richtig viel Kohle, ne? Die sind vom Sozialen her... Boah, da könnte man mit Sicherheit noch einen dazu packen. Aber die kleinen Edmontosaurus... Edmontosauri? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die wollen... Der Edmontosaurus, genau, der braucht mehr. Und die Struziomimus, wo ist denn gerade einer? Hallo? Wo seid ihr? Ach, da. Ganz klein. Ja, die brauchen auf jeden Fall auch noch. Also da müssen wir noch ein paar mehr ausbrüten. Dann machen wir jetzt mal...
Der kostet uns 33.000, der andere kostet uns 170.000. Machen wir erstmal den kleinen. Dann haben wir nämlich noch zwei neue Dinos. Und dann schnappen wir uns jetzt unser Ranger-Team. Und machen jetzt mal ein Foto von unserem Fleischfresser. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen safe ist. So, Achtung, liebe Leute. Ich muss ja einmal durch. Ich muss ja einmal wieder zu unserem... Das Hotel ist auch schon cool, ne? Schon relativ riesig eigentlich. Ja, ist schon geil irgendwie. Nur mit dem Platz hat so ein bisschen das Problem. ich will einmal zu unserem Fleischfresser. Dinosaurier kann freigelassen werden. Aha. Ceratosaurus bringt 6.800 Dollar, Kompositionsbonus 2.344. Das heißt, wir haben jetzt quasi unsere Mission da schon mal erfüllt. Cooles Foto. Und wir können auffüllen. Ehrlich. Es hätte zumindest so klingen sollen. Auffüllen abgeschlossen. So, der hat gerade gefressen. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier schnell wieder rauskommen. So, Tür zu. Auftrag erfüllt. Okay, Park ist wieder sicher. Park und Gäste sind wieder sicher. Und wir können... Ach, wisst ihr, was ich gerade nicht bedacht habe? Wir haben ja diesen Dino, den wir jetzt gerade freigeschaltet haben, oder diesen Dino, den ich gerade ausgebrütet habe. Ist ja ein Fleischfresser. Der kommt aber direkt in dem Gehege von den Pflanzenfressern raus. Das heißt... ich muss jetzt mal... den Heli gerade positionieren. Okay, wir können den Struthiomimus freilassen. Der Ceratosaurus, der brütet gerade noch ein bisschen. Und dann muss ich tatsächlich sofort versuchen, den anderen Dino zu betäuben. Modifizieren Sie einen Triceratops mit einer Angriffseigenschaft von mindestens 55 und lassen Sie ihn frei. Aber wir haben ja eigentlich... Ich will eigentlich eine Wissenschaftsaufgabe machen. Vor allen Dingen, ich glaube, wir können die noch gar nicht so super modifizieren. Weil wir da noch nicht viel freigeschaltet haben. Wir gehen gerade mal kurz ins Dashboard und fordern mal noch einen neuen Auftrag an. Aus der Wissenschaftsabteilung. Bitten Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums eines Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers. Das können wir machen. Ich wollte nämlich sowieso eine neue Expedition starten. Ein Triceratops, ein Struthiomimus, ein Ceratosaurus, Triceratops, Struthiomimus, Edmontosaurus. Was haben wir noch? Ceratosaurus. Das ist sehr beschränkt. Ein Huayug. Gesundheit. Ich hab keine Ahnung. Nochmal. Ja, es geht natürlich ja das Fenster auf. Ein Huayangosaurus. Huayangosaurus. Die anderen sind geblockt, weil wir weiter Expeditionszentren brauchen. Wir können natürlich auch mal einfach dahin gehen. Weil es hat jetzt nicht geheißen, dass es was Neues sein muss, ne? Eigentlich. So, wir müssen jetzt den Helikopter, den müssen wir jetzt gerade nochmal neu starten, weil sobald wir ja aus dieser manuellen Steuerung rausgehen, haben wir das Problem in Anführungszeichen, dass die zurückfliegen. So, jetzt können wir den freilassen, überspringen und wir fliegen den, holen uns unser Betäubungsgewehr. Ach nee, Quatsch, wir haben... Ach,
Leute, ich bin so wirr. Das ist ja noch, das ist ja auch noch unser Pflanzenfresser. Oder? Ne, Quatsch, wir haben doch den Ceratops. Das ist doch der Ceratosaurus. Ich glaube, das Symbol heißt einfach nur, dass er gerade auf Nahrungsmittelsuche ist. Hey, hier wird nicht gestritten. Hallo? Ah, ich habe nicht schnell genug geschossen. Liebe Leute.